Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Die Axt spielt The Land of Pain. Aber bevor wir losstarten, erstmal hier offiziell noch ein dickes Sorry an die Ursula, die ich ja im letzten Video als Gabi bezeichnet habe. In der Regel passiert mir das nicht, dass ich hier die Namen beginne zu vertauschen. Wirklich dickes Sorry, das gehört sich nicht. Darum auch an dieser Stelle dickes Sorry von meiner Seite hier offiziell. Wir starten auch direkt los und befinden uns hier, wie auch zuletzt, in dieser einen Hütte mit den toten Leuten gejagt hier vom Kapuzenpeter. Und da ich hier letztens wirklich so die Nerven weggeschmissen habe, habe ich auch die Orientierung komplett hier verloren. Ich muss auch hier mal kurz gucken. Und dort, wo dieses Gitter ist, genau hier, ja. Ich denke mal, bleiben wir hier auf dem rechten Weg, ja. Und gucken, wie weit wir kommen mit der Technik auch, die wir vorhin bereits angewandt hatten. Ja. Gut, wir haben das jetzt geschafft hier. Dem zu entkommen auf dem richtigen Pfad. Ich sag mal hier einfach ein bisschen. Oh ja, so ein Häuschen. Einfach ein bisschen mit einem klaren Kopf hier vorgehen. Ich denke, das ist sehr viel wert. Und das Spiel macht das einem aber nicht leicht, ne? Wie gesagt, hier letztens. Ich gucke ja auch die eigenen Let's Plays, bevor die hochgeladen werden, erstmal zur Prüfung durch. Ist hier beim Verarbeiten des Videos alles gut gegangen? Ist hier irgendwo ein Schnittfehler drin? Etc. Und da fällt mir definitiv auf, dass das wirklich hier, umso länger ich hier dran bin, wirklich für mich umso schwieriger wird, einen klaren Kopf zu behalten. Ich denke mal auch nicht verwunderlich. Ja, wenn man hier selbst in diesem Spiel drin steckt, ist das nicht weiter verwunderlich. So, mal wieder Licht an, damit wir auch was sehen können. Das Tor ist verschlossen. Es verwundert mich abermals überhaupt nicht. Hier kommen wir nicht durch. Am Tor sind wir gewesen und hier ist so eine kleine Lagerhütte. Ein Briefchen gibt es zu lesen. Mit Vorsicht. Natürlich. Oh, oh. Ja, ja. Ich denke mal, hier ist, wie so oft, gute Intention im Spiel gewesen. Aber mit der Ausführung in der Realität hat das nicht so geklappt. Und alle wurden abgemeuchelt. Es gibt keine Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Das ist ja aus... außerordentlich interessant irgendwie. Ich bin jetzt hier an so einem Stück, wo wir lang gekommen sind und es gibt hier keinen Weg weiter. Nee, oder? Ja, bin ich denn bescheuert? Hier ist zu, eindeutig. Haha. Wo kommt man hier hin, wenn man sich hierhin bewegt? Ah ja, das Thema hatten wir auch schon in der letzten Episode, ne? Wohin man käme, wenn man nur ginge. Ich bin ja auch gar nicht scharf hier drauf, ne? Auf die Situation, wo man wieder vor der Wahl steht. Hier links oder rechts.
Ja, gut, das ist zumindest ein guter, ausgezeichneter Hinweis. Das heißt, hier möchten wir nicht lang, wir latschen und laufen erstmal ohne Licht. Und um den Atem zu sparen für das nun ankommende Gebiet zur Sicherheit, werden wir einfach erstmal nur gehen. Ich weiß nicht, ob hier wieder irgendwo der Kapuzenpeter langschleicht. Moment. Ja, das ist nicht gerade verheißungsvoll. Oh nee. Nach unserem Spieleabsturz hier wieder zurück im Spiel begeben wir uns nun in diese Höhle. Oder zumindest denke ich, dass wir hier... Es gibt ja auch gar keinen anderen Weg hier, ne? Außer hier. Vielleicht gehen wir das ein bisschen vorsichtiger hier an. Man weiß ja nie. Gut. Hier gibt es auch später kein Reinkommen mehr. Beziehungsweise es gibt kein Reinkommen, auch später nicht. Oh, auch hier nicht. Das Spiel hat hier... Oh. Was ist hier? Oh, nee, oder? Nee! Oh Mann, hier ist jetzt zu laufen, ne? Das war hier knapp. Durchlaufen. Ich denke mal einfach durchlaufen. Komm. Du schaffst das. Wo kommt das denn, das Ding denn jetzt auf einmal hier? Wow. Ja, scheint tatsächlich hier ziemlich ähnlich zu sein. Diese Welt, diese andere. Wir gabeln uns abermals am Weg. Oh, wow. Ja, hier oben gibt es so ein Türmchen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Gut, okay, das ist in Ordnung. Ja, wusste ich nicht, dass das jetzt auch so entschieden werden kann. Schön für mich. Muss ich nicht rüberlatschen, hier ausprobieren und vielleicht hier von... Oh Mann, ja, das bin ich selbst gewesen. Gut. Hier ein Turm, da oben so eine Wasserstation. Und ein Speicherpunkt. Oh nee, boah, das sah jetzt gerade eben so aus, ne? Als ob hier einer stehen würde, oben so schnell hingeguckt. Dabei ist das nur in der Perspektive verschoben, so ein... Mitten... Oh Mann. Ich werde mich hier erstmal ein bisschen umsehen.
Oh, das geht hier noch nach hinten. Oder? Ein Häuschen hier. Oh. Eine Seite. Ja, das ist nachvollziehbar. Nicht? Schon, ne? So viel steht hier mal fest, da unten können wir uns nicht verstecken. Hier gibt es wohl nichts zu finden. Oh, und hier auch nicht, ne? Das war ja eine Seite, die wir bekommen durften. Oh, und wahrscheinlich ist hier auch irgendwo gleich mal so ein Vieh dran. Ich hoffe nicht. Mal gucken, wo wir hinkommen. Hier lang gelatscht, ne? Oh, gut. Oh. Ein massiver, fester Strauch. auch neu. Oh. Ja, da vergeht mir das Lachen sofort, ne? Oh, hier drüben, was ist? Oh, da drüben ist auch noch was. Ja, ist ja gar nicht mal so wenig, dass man sich angucken kann. Oh. Oh, da ist was kaputt da drin. So, erstmal gab es hier vorne was zu gucken, denke ich, ne? Hier rein eventuell. Nee. Weiß auch, hier alles aus und leer geräumt. Oh, hier? Nee. Ich denke mal, die hatten wir Wow! Oh, wow! Oh Mann. Also eines kann ich euch definitiv sagen, wenn hier diese automatisierten Kamerafahrten kommen, ja, wo man hier direkt rüber gezogen wird, das ist hier, ich weiß nicht, vielleicht übertreibe ich auch hier ein bisschen, aber für mich fühlt sich das tatsächlich so an, als würde mir hier jemand mit fester Hand die Kontrolle entnehmen. Das ist so ein übles Gefühl. Das Fenster ist offen. Ich muss da rankommen, um in den Turm zu gelangen. Ach so. Ich denke mal, wir müssen uns hier wieder etwas bauen. Eventuell eine Leiter ins Gepäck nehmen. Das heißt hier, ich denke erstmal Strom an, aber bevor wir hier den Strom anmachen. Oh, ich kann wieder nicht laufen. Oh. Und alles ist in Zeitlupe wieder hier. Was ist das? Warum tut sich das? Einige brauche ich noch, sagt er hier. Einige. Oh Mann, nimm doch hier den, die Dachsteine hier. Das gibt's ja nicht. Ja gut, okay, dann war das wohl doch nicht so einfach. Oh.
Mit einer Kette. Ich dachte mir hier zuerst, ja, das hierfür brauchen wir den Strom. Aber wohl doch nicht. So, auf der Suche nach Holzkisten. Druckknopf. Ja, keine Chance, kein Strom, ne? Hier, eine von diesen Kisten? Nee. Hier ist noch eine. Oh, und das geht schon wieder so langsam. Hier stimmt auch was nicht, ne, wenn das so langsam läuft. Hier stimmt was nicht, ich weiß es doch. Noch eine einzige. Gut, es beruhigt mich etwas, aber was es auch tut, es gleichzeitig beunruhigen. Warum ist das so? Weil hier meistens genau das letzte Element, das benötigt wird, ja, um etwas zu komplettieren in einem Puzzle in diesen Spielen hier, ist genau das ausschlaggebende Element für hier irgend so ein Jumpscare oder eine sonstige Action-Event-Szene, wo ich mir dann in die Hosen pinkel. Nee, hier haben wir auch nichts drin. Da oben auch nicht, ne? Oh, wobei? Nee, hier können wir nicht rauf. Hier auch nicht. Ja, wo ist denn jetzt diese letzte Holzkiste hier? Oh. Aha. Oh, ja, ich sollte nicht mich immer gleich vorab freuen, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Das weiß ich ohnehin nicht. Rauf. Wow. Leute hier, so, Mann. Gott. Ich gehe erstmal runter. Ja, mein Gott, der ist tot, ich weiß. Sieht menschlich aus. Scheinbar nicht. Ja, wie viele gibt es noch? Einige. Zu einige viele, wie sich bis hier bereits herausgestellt hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der letzte sein wird. Ein Nebel. Ja, wunderbar. Gut, dass wir hier eine Laterne haben, ne? Nehmen wir hier erstmal die Seite.
Ja, ich kann hier nur zustimmen. So, ja, wow, das ging nicht schlecht hier. Gut hier runter geschlettert. So, Strom an. Läuft das nur oder was ist jetzt hier? Naja, ich denke mal, geht wieder, ne? Geht wieder. Oder? Oder? Ja, gut, das läuft jetzt hier wieder einwandfrei. So. Erstmal alle Türen hier nochmal durchprobieren. Oh ja, von vorne. Ach so, ja, hier Druckknopf. Oh gut, dass ich hier lang gelaufen bin. Was ist das hier? Ich kann mich nicht bewegen. Oh, da oben. Okay, in Ordnung. Okay. So, was gibt es hier drin? Eine Blechschere für die Kette hier oben am anderen Tor. Perfekt. Meine Fresse. What the... Was ist hier? Gut, weg, 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 weg. Tor zu. Ich meine, ehrlich jetzt. Tor zu. Gut, wir lesen erstmal hier die Seite in Ruhe, ne? Hoffe ich. Wow. Das ist auf jeden Fall ein heftiger Ticken Text hier. Oh, die Straße kenne ich auf jeden Fall hier aus den ersten oder zumindest aus den Screenshots vor der Veröffentlichung. So, Licht aus. Was ist dort drüben? Hier ist irgendwas. Irgendwas ist hier. Oh ja.
Wow. Gut, ich habe ihn doch nicht verloren. Ich denke mal, hier geht das nicht weiter. Das ist nicht gut. Oh Mann, das ist nicht gut! Gut, okay. Wir wissen, was alles nicht gut ist. Oh Mann, oh Mann. Das scheint mir hier wieder so eine Sache zu sein, wo wir dem Peter entkommen müssen. Oh Mann, oh Mann. Es wird wieder anstrengend. So, machen wir das hier, ne? Wie auch an der einen Stelle von vorhin. Ich denke mal, so lustig wird das hier nicht. Wir befinden uns auf einem Friedhof und ich laufe bereits, ja. Oh Mann, oh Mann. Das ist ja auf jeden Fall ein richtig falschen Weg hier gegangen, ne? Hier geht es wohl weiter zu der nächsten, zum nächsten Abschnitt. In diesem Friedhofsbereich. Ja, gut. Treten wir die Reise dorthin mal an. Ja, gut. Oh, in Ordnung. Das scheint jetzt hier irgendwie so die Spiel... Was ist da drin? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Und versuchen. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. So, Tür. Ja. Oh, du willst da tatsächlich rein? Geht es... Hier geht es raus? Oh. Auweia, auweia. Schon wieder ein Haus, von dem in merkwürdige Stimmen kommen.
Das verheißt auch nichts Gutes. So. Ich bleibe aktuell hier bewusst außerhalb dieser Lichtwegpunktzonen. Denn selbst wenn sich hier der Kapuzenpeter mit den Leuchteaugen in dieser Gegend befinden sollte, ich möchte ihn nicht zwanghaft heraufbeschwören, wenn es sich denn vermeiden lassen kann. Wow, wow, wow. Hör mal auf, hier so Geräusche zu machen. Muss ich hier rauf? Oder hier rüber? Okay. Gut, wozu dient die Information, dass er sehr alt ist und sehr tief? Ob es hiermit was zu tun gibt? Das ist ein komisches Gebilde hier. Was scheint so eine Art Altar zu sein. Oh, hier geht das rein. Let's go. Verschlossen? Oh, okay, in Ordnung. Ja, gut, gut. Dann sage ich mal, dann haben wir hier aktuell wohl nichts zu tun und müssen hier hinten oben hoch. Hinten oben, dort gleich um die Ecke drüben hoch. Hier. Okay. Aber das ist ja auf jeden Fall interessant hier, was ich gerade erfahren habe. Ne? Auf der einen Seite gibt es hier irgendwo einen Schlüssel in einem Schlitz in der Mauer. Und auf der anderen Seite... ach so, hier ist das. Auf der anderen Seite... wie war das? Oh Mann, ich habe das jetzt vergessen. So. Ach so, ja, ja, mit dem Brunnen hier, ne? Ein Eimer voll mit Steinen, denke ich mal, müssen wir uns hier irgendwo besorgen. So, wenn wir hier lang gehen, dann kommen wir wo nochmal hier hin? Hier von vorhin, wo wir gekommen sind. So, irgendwo ist, irgendwie ist das gewesen. Genau. Dort, dann bin ich hier rüber abgebogen. Dort, genau. Weil ich hier hinten erstmal nichts vermutet hatte. Aber das, wir kommen hier nicht hoch. So viel steht mal fest. Hier drüben ist ein Baum so umgefallen. Ob das eventuell etwas auch zu bedeuten haben könnte. Nee, hier werden wir nicht raufgelassen. Gut. Der Hinweis ist auf jeden Fall irgendwo in der Mauer.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es sich auch um dieses Haus dabei handeln muss. So wie das aussieht, wohl nicht. Gut, wir sind von hier unten gekommen. Ach so, ja. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Rauszufinden, wo wir hier alles wie bekommen. Mann, sieht das bedrohlich aus hier. Ja, wir brauchen auf jeden Fall hier allerhand, ja. Und davon nicht zu wenig. Aber ich denke mal, ich lasse das für heute jetzt für diesmal ein bisschen kürzer ausfallen und mache hier an dieser Stelle Episodenende. Gucken, was wir das nächste Mal hier gemeinsam wieder zustande bringen. Ne? Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.